Guten Abend und willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Ich bin froh, dass du dabei bist. Wenn du müde bist, wenn du nicht genug Kraft hast, dann bist du heute Abend an der richtigen Adresse. Denn im Jesaja 40 lernen wir, dass Gott weder müde noch kraftlos ist, dass er Erschöpften neue Kraft gibt und Schwachen wieder stark macht. Und wir heute Abend als Gemeinden, als Gläubige setzen unsere Hoffnung auf dem Herrn und ich glaube, dass heute er uns neue Kraft geben wird. Lass uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir für diesen Abend, die Zeit, die wir auch zusammen haben. Ich bete, dass du einfach jetzt unsere Lobpreiszeit und auch die Predigt von Simon benutzt und segnest, um uns zu stärken für deine Ehre. Amen. Lass uns gemeinsam singen. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken, and oh,
Ja, guten Tag zusammen. Wir gehen weiter in unserem Brief an die Philipper und wir kommen heute zum Kapitel 2. Und lasst uns erinnern, dass Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er sehr schätzt, die er auch nicht tadeln muss wegen moralischen Vergehen, wie die Gemeinde zu Korinth. Auch gab es keine lehrmäßigen Schwierigkeiten. Es gab auch keine Irrlehren von außen, die er korrigieren musste. Im Gegenteil, diese Gemeinde nahm mehr als andere Gemeinden Anteil an dem Dienst von Paulus. Sie versorgten ihn sogar finanziell und standen im Gebet stark hinter ihm. Es war eine vorbildliche Gemeinde
Und so ermutigt er sie vor allem in einer Sache, vielleicht sogar in der wichtigsten Sache des Glaubens, weiter zuzunehmen. Wir fangen an, Kapitel 2, Vers 1. Dort schreibt Paulus: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Die wichtigste Sache ist, zuzunehmen in der Liebe zu Christus und in der Liebe untereinander. Wenn es also keine Gefahr von außen gibt durch Irrlehren, wenn es keine moralischen Probleme innerhalb gibt, dann ist es wichtig, auf den inneren Zustand des Glaubens zu achten und darin weiter zuzunehmen. Weil wenn man dort nicht weiter zunimmt, dann kann man bequem werden, gemütlich werden, relaxed werden in einer Art und Weise, die dann eben nicht mehr lebensfördernd ist. Paulus wählt hier einen interessanten Schreibstil. Er macht Aussagen, wenn-dann-Aussagen, indem er sagt, wenn es dies gibt, er setzt etwas voraus, dann muss auch etwas daraufhin folgen. Wenn es etwas gibt, dann muss daraus etwas folgen. Er sagt, gibt es Ermahnung in Christus? Und das Wort Ermahnung, andere übersetzen es mit Ermunterung. Man kann es auch übersetzen mit Trost. Am besten passend, da sind sich die Ausleger einig, ist, gibt es Ermunterung in Christus? Können Menschen Ermunterung in Christus erfahren? Können Menschen wirklich Trost in Christus erfahren? Und es ist eine elementare Frage, auch in der heutigen Zeit. Kann jemand wirklich Ermunterung und Trost bei Jesus Christus erfahren? Oder ist das alles nur eine Erfindung des Glaubens? Vielleicht extrem gesagt, können zutiefst traurige Menschen fröhlich werden wegen dem Glauben an Jesus Christus? Oder ist es alles nur eine Erfindung von so ein paar frommen Spinner? Die sagen, eigentliche Ermutigung gibt es doch eigentlich nur in anderen Dingen. Wir erleben, wenn wir fröhlich werden, wenn wir eine Gehaltssteigerung bekommen, in materiellen Dingen, aber auch in Beziehungen oder was weiß ich, wenn wir viele Kinder bekommen oder wenn wir gar keine Kinder haben, die ja nur anstrengend sind. Es ist wirklich die Frage, können Menschen auf dieser Erde fröhlich werden, weil Jesus ihr Retter geworden ist? Gibt es Menschen, ich weiß nicht, vielleicht auch in eurem Umfeld oder seid ihr selber solche Menschen, die wirklich Trost von Jesus erfahren haben? Eine weitere Frage, ob es etwas gibt. Paulus sagt, gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Menschen, die wirklich die Liebe Gottes erfahren haben? Und in unserer Zeit wird so viel über die Liebe Gottes geredet und doch sehe ich eine Generation vor mir, die sich so ungeliebt von Gott fühlt. Und es ist die Frage, gibt es Leute, die wirklich die Liebe Gottes erfahren haben, die nicht nur davon gehört haben oder darüber reden, sondern wirklich erfahren haben und die durch diese Liebe, die sie von Gott erfahren haben, so verändert worden sind, dass sie diese Liebe auch weitergeben können an andere, dass ihr Charakter verändert wurde, dass sie andere ermutigen können, andere liebevoll behandeln können. Vielleicht auch hier wieder ein Extrembeispiel. Kennt ihr vielleicht jemand, der wirklich griesgrämig war, der wirklich ein echter liebloser Mensch war, aber der zum Glauben gekommen ist und sich komplett verändert hat zu einer liebevollen und warmherzigen Person? Gibt es das? Oder es ist auch nur eine Erfindung des Glaubens. Weiter. Gibt es Gemeinschaft des Geistes bei euch? Paulus fragt es oder stellt es in den Raum. Und die Frage an uns ist, gibt es seit Pfingsten Menschen, die mit demselben Geist erfüllt sind? Egal welcher Herkunft, egal welcher Rasse, egal welches Aussehen. Und dass diese unterschiedlichen Menschen sich sogar als Geschwister betrachten und die sich, obwohl sie sich gar nicht kennen, vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst begegnen, sich als Geschwister betrachten können und einen herzlichen Umgang miteinander haben. Ein Beispiel steht mir vor Augen, vor 5 Jahren war ich mit meiner Frau in Kanada
und wir lernten dort eine Frau kennen. Und wir erzählten ihr, dass wir noch weiterreisen wollen nach Calgary. Wir waren dort aktuell bei der Mutter von meiner Frau. Und sie sagte, ja, sie kennt dort jemand in Calgary. Sie ruft die mal an, die hat ein Haus, dort können wir vielleicht unterkommen. Und wir fragten sie, heißt es deine Schwester oder Tante? Nee, die habe ich auch vor vielen Jahren mal kennengelernt. Ich kenne sie eigentlich gar nicht richtig. Ich dachte mir, ach du liebe Zeit. Die ruft die an und die sagt, ja klar, die können kommen. Die sind auch gläubig. Wir kommen hin, die hat uns natürlich zwei Zimmer vorbereitet. Das wollten wir auch, wir waren noch nicht verheiratet. Und die waren so herzlich zu uns. Die haben uns aufgenommen, wie wenn wir ihre eigenen Kinder waren. Die haben Pfannkuchen für uns gemacht. Wir saßen zusammen und haben geredet, als würden wir uns schon ewig kennen. Wir waren eines Geistes, haben zusammen gebetet und waren verwundert, dass man mit Menschen so herzlichen Umgang haben kann, obwohl man sich eigentlich gar nicht kennt und die einen sogar noch in das Haus einladen und so Vertrauen haben. Aber fragen wir weiter, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Gibt es Menschen, die wirklich Vergebung von Sünden erfahren haben? Gibt es das? Gibt es heute noch die Möglichkeit, dass man Vergebung der Schuld erfahren kann? Und dann auch, wenn man das erfahren hat, wird man dann zu Menschen, die anderen vergeben können? Ist es möglich heutzutage noch, dass wenn Menschen Vergebung von Jesus erfahren, dass sie in der Lage sind, Menschen, die ihnen wirklich Böses angetan haben, dass sie ihnen vergeben können? Ist es möglich oder ist es nur eine Erfindung von der Religion? Gibt es das alles oder ist es nur Einbildung? Paulus wusste, dass es das gibt. Er hatte es selber erfahren. Und ich denke, jeder von uns, der Jesus kennengelernt hat, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, weiß, ja, dies gibt es. Und es ist wirklich möglich. Wenn es das also alles gibt, dann folgt etwas daraus. Und das ist der Vers 2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Kinder Gottes können das alles sein. Eines Sinnes, gleich in der Liebe, gleich im Geist. Und sie können darin noch zunehmen und stark zunehmen, dass es eine enorme Wirkung hat, auch auf die Gemeinde und auch auf das Umfeld. Wichtig ist aber, es ist keine Sache, die wir mühsam erarbeiten müssen. Einheit müssen wir nicht unter Riesenanstrengungen erzeugen oder unter geistlichen Übungen erzeugen. Nein, in Christus haben wir das alles bereits. Wir sind eins und wir sind eines Sinnes, weil wir haben den Geist Jesu. Wir haben durch den Glauben an Jesus Christus den gleichen Sinn. Und wir müssen uns eher daran erinnern, in was wir eins sind, als dass wir dies erzeugen müssen. Unsere Gedanken können natürlich unterschiedlich sein, unsere Prägungen, unsere Vorstellungen, aber im Kern sind wir gleich. In dem Heilsplan, in dem, dass Jesus Christus unser Retter ist und der einzige Weg zu Gott ist, dort sind die Kinder Gottes alle eines Sinnes. Und auf einmal sind die unterschiedlichsten Menschen eines Sinnes. Reiche mit Arme, Große mit Kleine. Alle sind einmütig und auf das Gleiche bedacht. Und das liegt daran, weil vor Gott alle Menschen gleich sind. Und alle Menschen können auch nur auf dieselbe Art und Weise gerettet werden. Der Grieche kommt genau gleich zu Gott wie der Deutsche. Der Italiener kommt genau gleich zu Gott wie der Russe. Der Türke genau gleich wie der Israeli. Eine Frau genau gleich wie ein Mann. Kinder genau gleich wie Oma und Opa. Ein Präsident genau gleich wie ein Handwerker, ein Sklave, genau gleich wie ein König. Alle kommen nur durch einen Weg, durch eine Möglichkeit zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg. In 1. Petrus 3,18, dort lesen wir, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte
für die Ungerechte, damit er uns zu Gott führte. Alle Menschen, die Bibel macht klar, sind ungerecht, dort sind wir alle gleich. Und wir kommen nur durch den einen Weg, durch Christus zu Gott, weil er war der vollkommen Gerechte und er hat für die Sünden gelitten. Alle Menschen kommen nur durch Christus zu Gott. Alle anderen Wege, Religionen, Götter führen Menschen nur in die Finsternis. Nur Jesus ist der gute Hirte, der die Schafe führt und auch zu Gott bringen kann. Und diese Wahrheit ist natürlich messerscharf und sie schneidet auch, aber in dieser Wahrheit sollten wir Menschen ermutigen. Und genau diese Wahrheit sollten wir auch verkündigen. Wir sollten ihnen aufzeigen, die Liebe Jesus für die Menschen, indem er am Kreuz für uns starb. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist, wenn wir Menschen von Jesus erzählen und von seinem Werk am Kreuz, dass der Heilige Geist auf einmal Gemeinschaft, und zwar geistliche Gemeinschaft, schenkt. Es gibt eine Gemeinschaft des Geistes, die können nur wiedergeborene Christen miteinander haben. Kein Ungläubiger kann daran Anteil haben, an der Gemeinschaft nämlich mit Gott und mit wiedergeborenen Menschen. Sie sind eines Geistes und eines Sinnes. Und diese Gemeinschaft, habe ich schon gesagt, kann auch nur der Heilige Geist schenken. Es kann nicht erzeugt werden. Es kann durch nichts Menschliches erzeugt werden, sondern nur der Heilige Geist kann es schenken, die Wiedergeburt. Ich werde später noch was dazu sagen. Aber ich hörte unlängst von einer Begebenheit, da war ein junger Mann und der kam zu einem Pastor. Und er sagte zu dem Pastor: Pastor, ich muss Ihnen jetzt wirklich ehrlich mal etwas sagen. Ihre Predigten sagen mir gar nichts und die sind richtig langweilig. Ich nehme nichts mit aus Ihren Predigten. Und die Lieder, die Sie in Ihrer Kirche singen, die sind grausam. Und sie sind unerträglich, ja, sie sind schrecklich. Ich kann diese Lieder nicht hören. Und die Menschen in Ihrer Kirche sind seltsam, sie sind komisch und sie sind unfreundlich. Aber, sagte der junge Mann, seit neuestem ist alles anders. Ihre Predigten haben sich verändert. Die treffen mich mitten ins Herz. Ich habe das Gefühl, als würden sie nur zu mir reden. Die Lieder, die sie singen, sind auf einmal so gut. In meinem Herz steigt Hoffnung und Freude und Liebe auf durch die Lieder, die sie jetzt auf einmal singen. Und die Menschen sind so nett. Sie haben sich so verändert. Sie sind so freundlich. Was war passiert? Die Predigten sind dieselben. Die Lieder sind die gleichen und auch die Menschen sind genau dieselben. Aber er wurde von Neuem geboren. Der Heilige Geist pflanzte in das Herz dieses jungen Mannes das Leben Jesu hinein, das geistliche Leben. Er erlebte die Wiedergeburt, wie die Bibel es nennt, und plötzlich war alles anders. Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und wenn dieses Werk Gottes durch den Heiligen Geist, was er aus Gnade tut in den Herzen der Menschen, wenn dies nicht getan ist, dann haben wir keinen Anteil am Reich Gottes, auch nicht am irdischen Reich Gottes. Wir haben keinen Anteil an Jesus. Aber wenn dies passiert ist, dann ist Ermunterung in Christus möglich. Dann ist Trost erfahren worden in Christus. Dann hat man wahre Liebe erfahren von Jesus und dann hat man auch Liebe für die Geschwister, für die Gemeinde, für die Mission. Man ist eines Sinnes mit den Geschwistern in der Gemeinde, im Singen der Lieder, im Beten. Man kann auf einmal etwas damit anfangen. Bis dorthin, so war es auch bei diesem jungen Mann, versteht man nur Bahnhof über das, was die Christen in einem Gottesdienst machen. Man kann ihn erleben, man kann ihn ganz nett finden, aber man hat keinen Anteil daran. Man denkt sich, was ist das für ein komisches Völklein? Ja, weil man geistlich tot ist und Dinge müssen geistlich bewertet werden und man kann sie nur geistlich bewerten, wenn der Geist Gottes in einem lebt. Bis dorthin kann man nichts damit anfangen.
Durch den Geist haben wir aber auch Herzlichkeit und Erbarmen für diese Welt. Ein extremes Beispiel, aber es steht mir vor Augen, wenn jemand im Auto sitzt und er rast einen Abgrund entgegen und ich stehe an der Straße und habe die Möglichkeit, werde ich heftig winken, werde sagen, halt an, ich werde zu ihm schreien und ich werde es als ein Akt der Liebe und als der Barmherzigkeit auch sehen. Wenn die Person mir aber gleichgültig ist, dann werde ich sie einfach fahren lassen. Und wenn ich die Person hasse, dann werde ich sie sogar noch bestärken in ihrer Route und sage, gib Vollgas. Und dieses Bild können wir auf das Leben hier auf der Erde übertragen. Alle Menschen sitzen in diesem Auto und fahren dem Abgrund entgegen und wir müssen sie aus Liebe und Barmherzigkeit warnen. Matthäus 7, 13, wir sollten Menschen aufrufen, auf diesen Vers zu achten und durch diese enge Pforte zu gehen. Dort heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin hingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind darauf. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die es finden. Da müssen wir uns klar machen, Menschen gehen verloren, wenn sie nicht Jesus Christus als ihren Retter und Erlöser erkennen und an ihn glauben, auf ihn blicken. Nur Jesus kann Sünden vergeben. Niemand anders ist in der Lage, Sünden zu vergeben. Und deshalb müssen wir Jesus verkündigen. Und achtet mal darauf, wie reich Paulus Jesus nun beschreibt, wenn er den Philippern weiterschreibt. Dort heißt es, weiter in Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Wir müssen Menschen zu diesem Jesus rufen, der, als er Gott war, es nicht für einen Raub hielt, Mensch zu werden und auf diese Erde zu kommen, menschlich zu sein, um für Menschen zu sterben, am Kreuz für sie die Erlösung zu bringen. Und dabei dürfen wir wirklich über seine Herrlichkeit und Schönheit nachdenken, weil wenn wir ein Bild von Jesus haben, das uns erfasst an Herrlichkeit und Schönheit, dann werden wir auch mutiger sein, anderen von dem zu erzählen, weil wir so überzeugt sind von diesem Jesus. Lasst uns darüber nachdenken, wie er ist. Er ist voller Stärke. Er hat als einziger Mensch den Tod überwunden. Er ist der Regent dieser Erde. Alles wird durch seine Hand erhalten und bewahrt. Jesus ist es, der Ermunterung gibt, der Ermutigung gibt. Nur bei ihm gibt es wahren Trost. Bei ihm und nur bei ihm ist Vergebung möglich und Liebe, die von Gott zu den Menschen kommt, ist nur durch den Kanal Jesus möglich. Ich erinnere mich an ein Lied, ein altes Lied. Dort heißt es, du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubelruf voll Freud. Du gabst mir Freudenöl statt Trauer, statt Angst und Sorgen Lobgesang. Das ist ein wunderbares Lied, ihr könnt es in YouTube mal eingeben. Wir können, es wäre mal schön, wir würden das, wenn wir uns wieder sehen, in der Gemeinde mal wieder singen an alle Lobpreisleiter. Gott gibt Freude statt Angst und anstatt Sorgen Lobgesang. Alles dient seiner Herrlichkeit. Schaut in
die Welt hinein, wenn wir die Alpen sehen, wenn wir die Wolken sehen, wenn wir den Bodensee sehen, wenn wir auf dem Pfänder sind und hinunterblicken, alles dient seiner Herrlichkeit. Jesus ist an Schönheit unübertroffen. Seine Weisheit findet kein Ende. Seine Treue und seine Güte sind ewiglich. Seine Macht ist unbegrenzt. Seine Gnade ist auch größer als alle Sünden der Welt. Seine Jahre sind ohne Zahl. Er ist der Ewige. Und er ist der kommende Herrscher in Herrlichkeit. Wir eilen dem Tag entgegen, in dem er kommen wird, sichtbar für alle Menschen. Und alle werden Jesus Christus erkennen als den einzig wahren Gott. In einem Moment wird die ganze Erde erfüllt sein von Erkenntnis über den Herrn Jesus Christus. Und alle Knie werden sich beugen, alle Zungen werden bekennen, alle, die im Himmel sind, das heißt alle Engel oder alle Heiligen, die schon gestorben sind, alle Menschen auf der Erde werden es bekennen, aber auch alle Menschen unter der Erde, das meint die Verlorenen, aber auch die ganzen Dämonen. Aber es gibt einen Unterschied in den Menschen, wie sie es bekennen. Die einen werden es bekennen voller Freude, weil sie ihren Retter sehen, der sie nimmt, und die anderen werden es erkennen voller Leid, weil es der Tag ihres Gerichtes ist. Wir als seine Kinder, wir warten nicht auf Leid. Wir warten auch nicht auf das Ende. Wir warten auch nicht auf den Tod. Wir warten auf Jesus Christus. Und alle Tage unseres Lebens machen nur Sinn wegen diesem einen kommenden Tag, der uns versprochen ist, wegen dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dem gehen wir entgegen und der Tag wird kommen, will fast sagen, aber dies reicht nicht aus. Er wird kommen wie das Amen in der Kirche, aber noch sicherer als das Amen in der Kirche wird Jesus wiederkommen auf diese Erde. Und so darfst du dich als Kind Gottes mehr mit Jesus und seiner Schönheit und seiner Herrlichkeit beschäftigen. Es gibt mehr. Jesus ist mehr, er ist größer und er ist näher bei dir als das, was du bisher von ihm weißt. Wenn du mehr über ihn weißt, wenn du mehr über ihn erfahren hast, dann wirst du merken, dass dein Mund übergeht. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über und du wirst anderen ganz natürlich, ganz schlicht, aber voller Warmherzigkeit und Liebe von Jesus erzählen und sie bitten, umzukehren und auch zu Jesus zu kommen. So vertraue dem Heiligen Geist, dass er in dir lebt, dass er will, dass du wächst in deiner Liebe für Jesus. Der Heilige Geist will nur eines tun auf dieser Erde, Christus groß machen und dass die Liebe für ihn größer wird. Er ist es aber auch, der Menschen errettet und von Neuem das neue Leben in sie hineinpflanzt. Und wenn es da ist, denn ist auf einmal Einheit des Geistes da. Und es wäre doch toll, wenn deine Nachbarn, die nichts von Jesus wissen, auf einmal mit den Liedern was anfangen können, die wir hier singen. Oder deine Familie, die bisher noch nichts von Jesus wissen will, auf einmal mit dir zusammen betet. Und es von Herzen betet, nicht nur aus Tradition, sondern eines Sinnes und eines Geistes mit dir sind. Vertraue dem Heiligen Geist, dass er dies tun will in unserer Zeit, in deinem Umfeld. Gott segne euch mächtig, dass ihr wirklich zunehmt auch an Erkenntnis über Jesus. Gott liebt euch mit einer ewigen Liebe. Gott bewahrt euch bis ans Ende. Ja, aber das Ende für uns ist, wenn Jesus wiederkommt oder wir gestorben sind, aber auch dann sind wir sofort bei ihm. Amen.